Es weihnachtet auf Schloss Ereshoven. Detlef Schubert hofft, dass er mit seinem Mitbringsel nicht nur den Experten beeindrucken kann, sondern auch einen wahren Schatz dabei hat. Oh, ihr seid so was von nett, Menschenskinder. Dankeschön. Detlef, ja. Du musst nicht glauben, wen ich hier mitgebracht habe. Detlef. Ja, das ist mal schön. Detlef Schubert. Hallo. Hallo. Detlef Kümmel. So, wunderbar. Jetzt guckt ihr euch so nett an. Ich werde nicht ersetzt. Ja, ihr müsst jetzt was austauschen. So nämlich. Danke. Was dann ist, habe ich keine Ahnung von. Detlef, ich habe dich ja draußen abgefangen. Bist du alleine gekommen? Nein. Ich habe zwei meiner Söhne mitgebracht, deren Freundin und ein Freund von mir. Und das ist da vorne alles, ja? Hält mal die Hand hoch, damit ich weiß, wer was ist. Ja, sehr schön. Was machst du beruflich? Ich mache nichts mehr. Ich habe aufgehört. Oh, Respekt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist ja erst mal ein Beispiel nehmen. Ne? Ja, mit Mitte 40 schon nichts mehr. Oh, hallo. Das ist, was hast du denn vorher gemacht? Autos habe ich verkauft. Autoverkäufer? Ja. Sehr schöner Job, da träume ich ja immer von. Ja. Jetzt erzähl du mir mal ganz kurz, was hast du mitgebracht? Ich habe eine Uhrenuhr mitgebracht. Es gibt auch Menschen, die behaupten, das sei eine französische Vasenuhr. Wenn ich es besser wüsste, wäre ich, glaube ich, auch nicht hier. Also ich würde es gerne wissen, was ist. Das ist es, ja. Weißt du, dafür habe ich ihn ja hier. Ne? Aha. Ja, ja, der will ja was loswerden, weißt du. Ja, okay. Sonst glaubt er, der wäre nur zum Stehen hier. Detlef, jetzt erklär du mir mal. Ich finde das von den Farben schon mal sehr schön. Dieses Blau gefällt mir so. Dieses, ist das geochiert? Oh, ja. Es ist geochiert. Ja. Das Wort habe ich gelernt, oh ja. Ja? Also die Oberfläche ist tatsächlich geochiert. Und diese Geochierung ist eine Bearbeitung, in der die Oberfläche als solches erst einmal durch Stichelarbeit linienhaft und ornamental verarbeitet wird. Und dadurch entsteht so eine schöne, ineinander überlaufende Oberfläche. Und die wird nachher mit Emaille überzogen. Sehr schön. So, dann war das Material schon kein Sprözeblech. Nein, sondern da habe ich war wahrscheinlich Silber, oder? Da habe ich gerade nachgeschaut. Und zwar habe ich hier oben etwas schlecht platziert, aber auf dem Deckel sind einige Punzen aufgeführt. Und da haben wir 935. Das steht für die Silberlegierung. Also wir haben eine sehr hohe Silberlegierung, sogar höher als Sterling mit 925. Das heißt, man hat erst Silber genommen, hat es dann graviert und dann noch mal Emaille über Silber. Der Deckel, das Gehäuse und auch der Fuß, das ist alles Silber. Teilweise sogar im oberen Bereich dann sogar noch vergoldet. Und wir haben auch noch Miniaturmalerei. Das ist das Schöne daran. Also hier alle diese kleinen Bilder. Hier sind so Damen in einem Park abgebildet, sitzend, schreitend. Also so ein bisschen stolz dargestellt. Und im unteren Bereich, im Sockel, findet man Putti. Und das ist alles Handmalerei. Jetzt können wir auch auf den Namen kommen. Es heißt nicht Urnenuhr, sondern tatsächlich eher Vasenuhr, weil man wollte an Vasen erinnern. Denn die Madame de Pompadour hat es damals angeregt, weil damals waren solche großen Vasen, waren also wirklich am Hofe sehr gefragt. Und sie wollte das tatsächlich so in Uhren umwandeln, hat es auch gemacht. Jetzt habe ich aber, Entschuldigung, dass ich dich direkt unterbreche. Wahrscheinlich hätte es sowieso erklärt, aber ich will es schon mal vorher gefragt haben. Wo ist da das Ziffernblatt? Das sage ich dir jetzt gleich. Das Ziffernblatt ist also in der Uhr eingesetzt, beziehungsweise man sieht es nicht sofort. Es ist hier kranzförmig aufgebohrt. Man nennt sie auch die Uhren der ziehenden Kreise. Es gibt verschiedene Versionen davon. Wie siehst du denn dann, wie spät es ist? Hier ist das Uhrwerk. Das ist also hier schon ein etwas moderneres Uhrwerk. Komme ich auch gleich zum Alter. Denn das ist ein Taschenuhrenwerk mit einer Zylinderhemmung. Hat nämlich den Vorteil, egal wie ich die Uhr halte, sie läuft weiter. Ja, das ist schon mal gut. Also sie braucht kein Pendel, um das Ganze zu machen. Und diese Markierung, die sorgt dafür, dass ich dann weiß, da ist die Uhrzeit abzulesen. Allerdings habe ich hier ein einfaches Werk, weil ich habe nur eine Drehscheibe. Das heißt, ich kann die Stunden genau abzählen und dann habe ich nur noch in kleinen Abteilungen kann ich so ungefähr die Uhrzeit abzählen. Also es ist keine Stoppuhr. Es ist keine Stoppuhr. Aber wie alt ist sie denn jetzt? Ja, also die habe ich anhand der Punze sehen können durch die 935 in Verbindung mit dem Wiedehopf. Kann ich also mich festlegen, es ist in Österreich gefertigt worden. Ich gehe hier von Wien aus. Und durch den Wiedehopf ist sie eindeutig zwischen 1922 und 25 festzulegen. So alt ist sie noch gar nicht. So alt ist sie noch gar nicht. Man hast du gedacht, die ist älter, ja, ne? Ja, habe ich echt gedacht. Ja, Detlef, also wir wissen, wo sie herkommt. Wir wissen, wie alt sie ist. Gibt es einen Hersteller? Und dann würde ich vielleicht noch gerne Zustand wissen. Also den Hersteller kann ich nicht mehr erkennen. Diese Punzen sind so derart
verdrückt, dass man es nicht mehr lesen kann. Zum Zustand kann ich sagen, dass die Oberfläche der Emaillearbeiten nahezu tadellos sind. Einzige, was man bemerken muss, ist, dass am Sockel unten das Gold ein bisschen berieben ist. Auch im oberen Bereich ist die Vergoldung ein bisschen abgerieben. Und ebenso auch bei dem versilberten Zifferblatt, da ist auch durch das Betätigen mit den Zeigefingern das Ganze etwas abgerieben. Aber ansonsten ist es tatsächlich sehr, sehr gut erhalten. Jetzt würde ich gerne wissen, wo hast du sie her? Was hast du bezahlt? Ich habe sie vor 28 Jahren gekauft. Eigentlich wollte ich ein Auto kaufen. Und als wir den Kaufvertrag unterschreiben wollten, bin ich in die Wohnung des Verkäufers gekommen und traf dann auf diese Uhr. Ich fand es so wunderschön, weil noch nie gesehen. Mhm. Darf ich fragen, was du bezahlt hast? 1.500 Mark. Also jetzt mal ganz ohne Blödsinn. 1.500 Mark dafür hätte ich euch gegeben. Also das hätte ich ganz gerne in Euro. In Euro? Das hätte ich schon ganz gerne wieder, ja. Der Einkauf war natürlich ein Schnäppchen, das muss man sagen. Hier kann man heute von einem Wert ausgehen zwischen 2.000 und 2.500 Euro. Ui. So, jetzt überleg ich mal, ne, Detlef. Muss ich nicht lange überlegen. Das war schön, oder? Ja, das hört sich gut an, sehr gut. Du, pass auf, dann habe ich hier natürlich das sensationelle Händlerkärtchen. Bitte schön, mein Lieber. Es war mir eine große Freude, mich mit dir zu unterhalten. Gerne hätte ich das noch länger gemacht. Ja. Uhr wurde eingepackt. Dankeschön. Da hinten geht's rüber. Viel Spaß beim Verkauf. Tschüss. Ja. Im Schloss warten die sieben Händler gespannt auf die nächste Bescherung. So, jetzt geht's los. Lass es krachen. Und tschüss. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Schönen guten Tag, hallo. Grüß Sie Gott. Das ist ja cool, dass man das echt leistet. Ich habe euch was mitgebracht. Dankeschön. Eine französische Vasenuhr. Genau. In Wien gefertigt. Schön. Oh, die ist aber schön. Boah. Wie lange haben Sie die schon, die Uhr? 28 Jahre. Haben Sie sie mal gehabt, oder was? Nein. Nicht, ne? Ein bisschen kurios. Ich war damals bei einem Autokauf. Und, tja, als wir den Kaufvertrag unterschreiben wollten, sah ich in der Wohnung desjenigen, der das Auto verkaufte, dieses Ding. Und war wirklich vom ersten Augenblick an wirklich begeistert, weil ich sowas noch nie gesehen hatte. Das ist ein Stück aus Wien. Ich habe auch die Wiedehopfbunze gesehen. Ja. Das ist echtes Silber mit Emailschmelztechnik handbemalt. Und diese gleiche Uhr habe ich schon in Rosa. Und das ist das Pendant in Hellblau. Ja. Tatsächlich? Ja. In vom gleichen Hersteller. Also das heißt, dass du sie haben willst. So mal in die Runde gesagt. Wir haben das schon verstanden, Wolfgang. Rosa für das Mädchen, blau für den Jungen. Mhm. Dann müssen wir mal gucken, ob wir so vom Alter her, was haben wir denn vor der Alter? Über 100 Jahre. 100 Jahre so. 1880? Nein. Nach 19. Also jedenfalls, ehrlich gesagt, die Expertise war ein bisschen... Also 1920? Ja. Also meine 8 Euro hast du schon mal sicher, ne? Ja, da freue ich mich aber. Deswegen bin ich gekommen. Also ehrlich. Dass das mal losgeht hier. 80 Wolfgang. Euro. Klasse. Ich starte Wolfgang. 1.000. Ich mach 1.100. Ich sage gleich 1.200. Dann mache ich 1.250. 13. 1.350. 14. Jawohl. 1.500. 16. 50. 17. 50. Sehen Sie mal, wie das hochgeht? Ja. Ja, der Experte hatte allerdings noch eine etwas andere Meinung. Also 17,50 mache ich. 1.800. 2.000. 2.000. 2.2. 2.300. Der Ludwig. Ja. Es ist im Prinzip nur ein Werk, ein Taschenuhrenwerk, das horizontal umgelegt worden ist. Ja. Also das Uhrwerk ist jetzt nichts Besonderes, das sind alles gleiche Werke. Es geht wirklich um das Drumherum. Ja. Das ist aber 2,3, da bin ich raus. Ich bin auch raus. Ja, also da gehe ich auch nicht drüber. 2,350. 2,5. 2.550 bei mir. Sehr schön. Darf ich einmal noch Ja, selbstverständlich, Ludwig. 2.500. 2,6 von mir. So, jetzt darfst du sie sehen. Ludwig, wir sind 7 Konkurrenten am Tisch. Also da würde ich jetzt sagen, da bin ich raus bei 2,6. 2.650. 2,7. 2,750.
Das wird dir hier nicht leicht gemacht, oder? Nein. Es ist eine Wiener Punze drin. Tja. Wunderbar. 2,8. 2,850. 3. 3,50. Jetzt bin ich raus. Also, das ist schon reichlich. Ich hätte es ja gerne gehabt. Aber das rosane Gegenstück ist natürlich schon ein schlagendes Argument. Auf alle Fälle haben wir schon bei der Expedisen. Ja, das ist ja, ja. Du hast die rosane Uhr dazu. Mhm. Ja. Deswegen sage ich 3,1. 3,150. 3,150. Da lässt du dich nicht abschütteln. Jetzt ist Schluss. 3,150 ist eine schlechte Zahl. Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen 3.200 Euro gebe? Ich bin damit schnell zu mir. Bitte schön. Oh, schade. Sehr schön. Die ist so schön. Eins. Kann Papa die Scheine gleich bei uns abliefern? Eins und 3,2. Herzlichen Dank. Tschüss. Die Uhr musste zu mir, weil jetzt habe ich eben zwei. Danke, dass Sie bei uns waren. Ich freue mich drüber. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Überragend. Ja, überragend. Okay. Oder? Das ist doch echt, ja nicht viel gemacht, aber alles richtig, ne? Ne, fand ich auch absolut super. Du darfst bei dir mal hinstellen für einen Monat kostenlos, dann gibst du sie mir wieder zurück, gell? Das ist ein Deal. Super.